Mooi René. Mooi Nico. Wir sitzen hier für ein Foto aus ungefähr 1950. Du stehst weliswahr nicht drauf, aber du hast es geschafft. Kannst du mir erzählen, wie du dazu gekommen bist, für hier schaffen zu kommen? Na ja, wie ich aus der Schule gekommen bin, ich hatte 14 Jahre. Du heim zu sitzen, das war auch nichts für mich. Dann habe ich meinen Papa gefragt, ob ich kein Schaffen kommen habe. Oh, du kannst nicht gerne schaffen. Ich habe gesagt, ja. Was gut, hat er gesagt. Dann fragte ich den Direktor. Und ich habe dann den Direktor gefragt. Und vier Jahre, wie ich heimgekommen bin, hast du zu mir gesagt, du kannst kommen. Dann fängst du dir an, warum? Ich wusste, das gut. Und die Woche drauf, da sind ich dann der Schaffen gekommen. Und du meinst, du schaffst bis 2 Jahre lang. Und das hat Tim gemacht. Und dann sind wir auf die andere Liga gegangen. Mhm. Und du, weil hier einfach keine Dinge mehr, keine Zukunft mehr. Da sind wir auf die Liga gegangen, auf die Traumstuhl. Da haben wir 4 Jahre geführt. Dann habe ich da geschafft, bis ich 15 Jahre alt war. Und dann bin ich beim Militär gegangen. Und wie ich vom Militär herumgekommen bin, und ich nach, ich weiß nicht wie lange, dass ich nach der Ofen abgeschafft habe. Da kam mir ein paar Bäume zu mir so drin, dann gehst du mit mir auf, in den Namen. Da sind wir in den Namen geschafft gegangen. Und dann stand mit einem anderen Mann Stängel geladen. Und die Stängel waren nämlich schwer, die waren 100 bis 120 Kilo schwer. Mhm. Und dann ist alles mit der Hand geladen. Ja. Und dann sind wir ein bisschen geblieben. Und dann sind wir fort auf die Gute gegangen. Weil hier war die Zukunft nicht Tisch genommen, ich hatte nicht genug verdient. Mhm. Da sind wir auf die Gute gegangen. Das war 5 Jahre da. Und ich musste fortgehen, da haben dann eben, weil ich Eczema gekriegt habe. Und dann ich musste fortgehen, weil ich hatte nicht verdroht. Und dann sind wir hier auf die Kult gekommen, an der 68. Und da war ich von 68 bis 86, bis also Tisch bis Tisch gemacht habe, was ich auf der Kult geblieben. Und das Verstehen von das, dass du mir innen angeschafft hast am Anfang. Kannst du mir die Verhältnisse, Arbeit zuweisen, wie es geschafft ist, zu innen? Kannst du das mir ein bisschen erklären, wie liefst waren zu innen, oder schwer, oder wie hell waren zu innen? Wie hast du etwas gesehen zu innen? Ja, auf der Rummestuhl. Da waren Leute, sie hatten nie aus Leuten, sie hatten noch zwei Platten, wo sie kaum mit Leuten hatten. Aber man vermischte sich nie aus Leuten, wo sie gehabt haben. Ja. Und das war doch viel mehr schwer wie auf den Knopf. Natürlich, man musste Stängel löten und alles. Ich hatte auch so gut bei mir nach, wenn ich die Gras gelöten von anderen Tunneln. Da, ne? Und dann habe ich noch andere Sachen gemacht. Ich habe nur mit einer Maschine. Ich habe mit einer Maschine geschafft, 14 Jahre lang, für Löcher zu bohren. Von 3,50 Meter tief. Und die Löcher, die waren gemünzt. Für nur, die Löcher, die waren 40 cm Durchmesser. Und das war gemünzt, für einen Pulli da dran zu dienen, für meinem Draht zu fahren. Die Pulli, die hungen an einem auf einem Steil von 4 Meter lang. Und dann ist dann alles von 5 Minuten aus den Hof gedrückt, um immer mehr tief zu kommen. Mhm. Und, was tut der dann gemäht? Ja, den Draht, den tief geschnitten. Ne? Der Stängel ist geschnitten? Ja, der Stängel ist geschnitten. Ne? Ja. Auf 3,50 Meter tief. Mhm. Und dann, wenn du fertig war, dann ist er. Dann haben sie den Faust geschnitten. Dann haben sie von Piri bis die andere Seite, also den Faust geschnitten. Dann, ne? Dann wenn der fertig war, dann hast du da aufgeriecht gehen. Und da sind die Kollemänner gekommen. Dann haben die Steine waschgeholt. An der Zeit, wo sie die Steine waschgeholt haben, und sie haben wir bei einem anderen Platz, Reminander Klach gebohrt. Mhm. Natürlich, wir hatten drei Löcher zu bohren. Wir hatten einen in der Mitte zu bohren, dann das für dich gebohrt gehen. Und dann nur, wenn das Loch fertig war, dann sind sie entweder auf die Linksseite gegangen oder auf die Rechtsseite, die Loch bohren gegangen. Ne? Dann ist der andere gebohrt. Und wenn das fertig war, dann ist die andere Seite bohren gegangen.
Want die drei Löcher gebohrt waren auf der Platz, dann ich müssen die Maschine aufstellen und die Waggon setzen. Und da sind ich dann länger noch gekommen. Dann anderen durchführen, anderen die Maschine abgeriecht und dann immer so weiter abgeriecht. Dann haben die Löcher gebohrt an der Mitte, an der Ballseite. Und dann so ist das dann immer viel gegangen. Ne? Wie Dave eine Ede-Süster geschafft? Am Maximum. Weißt du am Ganzen? Ja, am Ganzen, ja. Also 145 Meter. Oké. Okay. Dat is zo'n... Ja, dat was schon. Zo'n ja. Dan alles over trappen, of wie was de roofgang? Lederen. Ja, okay. Ja, ja. En een lift of zo, waar dan niet of je... Also de lift, als je de roofgang bist, dan zijn we nog tussen tunnel gegaan. Bis de een gewisse kummer. Want kummer, die waren eigenlijk niet op de rand dan geweest. Dan waren we nog... Van ons persoon had een tunnel van de... Dat was ongeveer 8 meter lang, die tunnel. Ja. En er was bij alle kummer, als een leder overgang, dan moet je een beetje door het leder overgaan voor een bazaar te komen. Oké. Okay. Pas je met de pauze, pas je dan erop komen, is er in de geers? Ja, met de om 11:30 zijn we erop gekomen, dan hebben we geers. En dan om 12 uur hebben we een beetje overgaan, dan hebben we dan nog een vuur geschaft. Oké. Okay. En dat schmoel. Erstmal war ich dann auch da drinnen geblieben, was damals passiert hat. Da sind sie dann geblieben, wenn ich Maschinen drinnen gedauert. Und neben dem, wenn ich dann mit Schmier gehe, dann hat der Stell, der ja war, all darum weiter. Dann hat es mir sehr gegangen. Ne? Weil das schon, da muss ich verstehen, der alle wissen, als Sleeköppert, als Manny, als ob. Stuk leeg bezeeld kind. Ja. Die zit op tonnage bezeeld en op het gewies van de steen die erop komt was. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Wist u nog ongeveer wat u verdient dus dan die tijd? Oh, die tijd. Ja, also kan de moef kan de also die jongens 8 strummer. Mm-hmm. 70, also los jongens 70 bis en dan toen gemaakt en als 140.000 van de moed verdient. 40.000 frank de maand. Ja. Toen was lever een eerde schaffen gaan. Ja. Met pap. Kost het me zo even wat? Maar even, en tweede, het met deze stap, vlees een beetje schwer voor wie we op met hun weinig verdient. Ja. Mm-hmm. Maar dan had je toch mee zware conditionen erin. Los me zo veel stille feestjes keet aan duisternis. Ja, het was veel meer feestjes, het was veel meer stups in een naam. Die hoeven op. Ja, dat. Dan dat de ding, de temperatuur, die was in een dan. Dat was zo'n 10 bis 12 graden geweest. En trotzdem vies geweest. Ne? Ja, er waren platen van het richtige roof gereend werd. Dan was een kummer. Die was dan. Also, zullen zum Beispiel, van mij samstags heengegangen zijn. Nur der Schicht. Und der muss ein Riesler geregnet, samstags oder sonntags. Mhm. Da sind wir mindestens gekommen. Da war die ein Kummer, das war Kummer nicht. Die war dann einen halben Meter, gut einen halben Meter, aber ein bisschen weiter vielleicht, voll Wasser. Ne? Das Wasser ist dann wirklich drauf. Das war die erste Kummer von der Schacht, die war dann also gut einen halben Meter als weiter. Vol Wasser. Ja, ja. Wie hoort er dan dat Wasser rausgeriet? Dan denk ik op pompen. Die hadden dan die hele stiefelen door. Dan moest die bezoek met pompen gaan, die ook heeren. Dan hem erop komen, dan moest die pompen door als bezoek. Want de ganze dag door gelaafd, bis dat Wasser door vocht was. Daar had mijn kummer ding, dat was die eerste kummer. Van we van oven naar schaar drauf komen zien. Dat kummer ding, dat was die eerste kummer. Maar ja, van daar om want er richtig kalt was, mijn kind had goed gespoord aan die kummer. Ja, aan die andere kummer, daar was schon meer geschützt. Wie, zo'n algemene, wie alles in het leid hij ging? Oh, Tinder, die had geen chance. Die Tinder, wie scheren had, da sind die schon an die dritte Schuhe had, die schon gestorven sind. Du stimmst dan alles dan. Ne? Mhm. Zelfs de andere. Het is een ander wie houdt zo'n dag als je een,
Ich kann den Twin heute tun, schon die Wacht schüren, die mal, die sind auch. Und schon sind ein lange Schaft da, am Stimm, sondern an alles. Ne? Die haben die Wacht schüren, die leben da, aber die sind auch. Topfit. Ja, ja. Wie is toe, hè? Met 78 mittlerweile mengen ze. 8 of 79? 79. Ja, gereisd. Ja. Ja, goed, dat is fijn. En toen kun je nog regelmatig heen, hè? Ja, ja, ik kom nu zo 27 uur hier. Ja. En toen moest toch, wanneer we allemaal heen zijn, moest je nog visiten heen. Ja, 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 ja. Oké. En ze maar dat keer. Zo, René. Toen is er een weentje brust met stenk van onder eerders. Wat is er dan, wat is met de stenk geschiet? Nou ja, het is fijn als de wanker stenk erop kwam, van een ander opkwam. En die zijn dan nog verloosd gegaan. Voor wat verloosd gegaan? Maar ja, het was een goede steen, het was een slechte steen. Mm-hmm. De slechte steen, het was veel kneter dan eventueel zo hebben ze. Ne? Maar dat ze niet verloosd gegaan, als de schaf kwam. Dan hadden ze een klein zakkeltje met stongen dran. Ja. Dan zit er een nummer erop. Dan kwam de chef, dan hadden ze een zakkeltje eraf. En dan zei hij, wat heet nummer 3? Dan komt de naam van de nummer 3, de haat. Mm-hmm. Dan zei hij, wat wel krit. Op dat goede steen waren er vast gesteend, maar niet tenminste een huur. Ja. Maar ja, en dan is er een ander getoegeen. En dan is het nummer 8. Maar dan is die nog hetzelfde stoel, nu is die nog zijn wakker gekrit. En nog op de plaats gedrukt gekrit. En dan van het stengel ook te vertuigen waren. Dan zijn ze overgeleid gegaan. Dat heeft nu de zin van eerst, bijvoorbeeld. Dan zijn ze gekregen, er waren twee andere mannen die om mijn hand toegepakt. En dan hoe meer dat overgeleid. En dat waren steng, die waren 100 tot 120 kilo schwer. Toen zijn we die op de rik gedaan en toen is hij gedroogd en toen is hij heel lang stolz gestald. Ja. En dan, van ik daar ver zoveel geluiden had, dan is hij een muis gedaan en dan is het streng verklengerd. Zo, toen is hij steen gehaald. Toen is het... En dan is die, hij gehaald. Dat geeft. En toen is de stad met de. Toen is met de zee, de stad van 3-4 mm diep aan de steek gesneden. Ja. En toen is dat veilig was, en dan van toen gesneden was, dan is mijn malies geholpen. Dan is mijn malies geholpen die aan de stad gedaan. En toen is mijn humor zo opgesloten. En dan was de steen zoals er neergegangen, last gegangen. En dan toen is die al goed in de steen aan de grijze zo gestald. En dan is er veel stengen zo gehad. Van verschillende grijsten, van steng. Dan is die steen erin gestald. En dan is de zak topgelöst, goed naast gemaakt. Want de steen moet immer naast blijven. Van de steen goed naast, dan krijg je nog winstens eierbare leeg gemaakt. Mm-hmm. Van de steen heeft het zo, als je de ganze dag drasje blijft, de rest is niet meer goed. Dan krijg je geen leeg meer dan gemaakt. Mm-hmm. Oké, okay, dus is de steen gespalten. Wat als er nog met de steen zit? Die spits. De rinnen kook wie je beste te splikken was. Hè? Was er niet aan zo wijf? Ja, maar. Wat of je waren jouw meester? Ja, nee, dat is nog niet. Nee, dat is... Wie geeft die dan? Nou? Geeft die niet zo? Ja, zo, dan mag je nog een beetje trainen. Nog een beetje. Luister. Ah ja, dat is richtig. Ja, ja. Oh, maar ja. Tja, dat was... Ah, die gaat er zo. Ah, ja, dat is het. René brengt het nog verder. Wat het niet meer eindbaar is. Ja. Ah,
Voilà. Dan heeft hij lassen nog wel goed, splikken we juist dat. Jens, normalerwijs heeft hij de stengels nog zo'n drussen. Normalerwijs kent hij niet zo goed. Het is een lijf van chance. Het is denk ik dat ik nog een goed splikken met deze raar. Zie je dat je naar eerst kan gezien daar? Ja. Dus wie veel millimeter dik husselen moest spalten? Maar ik heb een heindag nog zo opgesplikt. Waar is gewoon die heindag? Nee, dat is wel. Ik heb heindag zo opgesplikt, al de mut geholpen. En normalerwijs, oh de les. En normalerwijs kan ik nog dommer dan toelieren maken. Ja. Zo. Maar ja. En dan hullen ze er met een hei. Normalerwijs, wie gezoet, moet ik kunnen toelieren aan man maken. Ja, dat is. Ja, dat is bijzonder. Ja. Alles is mijn wereld dan. Die leden zijn gezond 5 mm. Dat is niet gezond dat ze wel goed 5 mm zijn. Kan je de buis in 3 mm en half kan dat zijn. De 5 mm, 5,5 mm dik zijn. Dat kan niet. Dat leidt aan de schiefel. Het lijkt aan de schiefel. Ja, aan de schiefel, ja, ja. Kan je me wijzen wie zo heb eens uitgezet, zo'n plak verbannen? Want dan zou hij koken. Gezien is hij niet zo veel, hij heeft vielleicht beste. Ah, hij, koken maar. Hij is man. Einfach zo stoel, dus einfach zo wijs op de kanaal. Zo, hoi. Oké, hij is in de slouten klein. Ah ja? Eigenlijk is klein rillen zo. Ja, ja, dat is een zuster dan. Ja. Goed, René. Is zullen hij een plak van de meeste kriet. Ja. En is zo de mening in. Ja. Was doet dat? Ja. Ja, oké. En Manny, is gezien die plak hij? Is van die niet zijn voor op een dag te zien? Nee, heen, man, he? Nee. Nee, nee. Wat doet de Manny de man te gemeet met die plak? Ja, nu is het getekend. Wie hoe ze dat dan gemeet? Dat toen is dan een schabloon geholt. Ja. En toen is die leed geholt en toen is dat de schabloon opgezaagd. En toen is getekend, ne? En toen is die om de winnen gelost. En toen is dat een andere schabloon geholt. Leed geholt. En dan de vier gewoon. En toen is de schabloon erom opgelost. Dan een beetje, voilà. Zo. En dan nu, wanneer ik dan een 50 slag gesneden getekend had, dan is het gesneden. Oké. Kan je me dat wijzen wie dat kan? Ja, ja. Oké, René. Dus laat die plakken door getekend met de schabloon. Ja. Wat doen ze dan ook met de plakken met? Maar nu is het een getekend gesneden. Ja. Ja. Dat is goed. Voilà, die is nu fertig. Zo zie ik dat. Ja, ja. Oké. Dan doen ze mijn tweet, hoi. Zo. Voilà, super. Ja. Wie veel is ze dan de dag zo moesten maken? 800 stuk. 800 stuk? Ja. Op wie veel stonden? 8 stonden. 8 stonden? Ja. Dat was nog wel, hè? Ja. Een beetje verdiend erbij? Ja, dat is heel stuk. Die moesten, het was net verloren, want toen had je een polijn te halen en dan hem op te halen. Dan was ze en dan
dann haben wir zu schneiden. Und dann müssen wir immer führen, immer führen. Was hat denn eigentlich verdient? Ne? Ah, dat was op stik betzeld. Op stik betzeld, ah, ja, ja, ja. Dus die kreeg stonden. Nee, op stik betzeld. Ah, op stik betzeld, kind. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, René, misschien als we zo een eer dus, hè. Ja. Kanst u eens wijzen wie mij wie hij vrijheid geschaft heeft naar een eer dus? Wat voor machine hebben ze benutzt? Ja, ze hadden nog twee, zo een boermachine. Dan is het die gehouden. Dat is door. Ja. Ich kann das. Dann zeigen wir uns rein. Dann ist der Nusilach geburt. Ne? Ja. Und da tat man vor so einen Block geschlagen. Dann sind drei Löcher musste bohren. Ein Teil zum Beispiel. Ne? Und dann ein Du. Und dann ein Drittteil. Wanneer die waren dan 20 centimeter dief geboord. En dan hoe ze dan nu weggehaald. Dan hoe ze een nul lag, hoe ze hier weg. Daar gestag. En hoe ze met de sloe. Hoe ze dan die weggedoe aangesloe. Bis de steeds gesplekt werd. Mm-hmm. En toen die belang moesten door klappen. Want de stinde was op dit moment 3 meter 50 groot. Ne, dief. Und dann hörte mich die Klappe bis zu stehen, dann im Moment gespickt war. Und dann, wo der Stehen gespickt war, dann hörte ein Lach und der hat vom Block gebohrt. Und dann hörte ein Kabel, ein dicke Kabel, hörte dann durch das Lach gemacht. Und dann hörte man mit dem Treuel, hörte dann den River gezogen. Okay. Und dann hörte der Block, aber um ein dickes Stück Kult, um ein dicke Kaffee gelöscht. Das ist ein Hörsel so leuen. Wir nur müssen sie einen Molister machen. Natürlich sind sie im Dreieck an den Steg geschieden. Ne? Und dann mit dem Lufthummer. Und nur sie die Molisten geholt. Nur sie einen Molister. Also in der Tiana sind gestalt. Und nur sie auch nur. Und nur sie auch nur mit der Molister, wo sie dann do. So geklappt und mit der Schlo so alles geklappt, bis der Stehen dann losgegangen ist. Ja. Und dann, wenn er dann gekriegt hat, dann ist er abgelöst und dann ist er um den Waggon gelöst. Und dann, nur wenn der Waggon dann, wenn die Tür blickt, dann ein auf den anderen, dann muss er dann lehnen. Ne? Vielleicht den nächsten, dann den zweiten Sucht, dann am Pollen abgehoben und dann auf den zweiten, auf den nächsten gelöst. Und dann, wenn er da gelöst war, dann sind die fortgefault, zart gefault, und dann sind dann abgefault, die sind dann abgefault, der Matt. Wie schwer war die Steng dann? Oh, so ungefähr. Oh, das sind 2 Tonnen. Du hast de kunten opheven, maar de poor man. Mam treul dan, ne? Ah, dat is mam treul opgezogen. Op de boeg gelöst. Op de boeg. Ah, oké. Ja. Wie was dan hij? Ik kan me dat voorstellen. Dus al die lofttrok hoe me door gewissen. Ah, veel comedie inna. Oh ja, absoluut. Ja. Daar de lofthumor, daar was ik me hadden ze dan de boerhumor. Und dann hat man eine Tupmaschine noch dabei, die du doch den ganzen Tag du getupt hast. Du kennst den anderen verstanden, was du gesucht hast. Ne? Wie hast du dann mit den anderen geschwatzt? Nicht mit Zeichen? Ja, ich muss das so im Meter von den Nähen, wir müssen die Seite, weil das den anderen nicht so verstehen. Mm-hmm. Ne? Ja, und das war so. Ne? Ja. Und weiterhin? Sicherheit, Schutz, Helme. Ah ja, ein Helm, den müssen wir in Helm haben. Ja, hat er früher schon Helme? Ah ja. Ah, okay. Und den müssen wir nun haben, wenn ich ihn ohne Helme geschafft hätte, dann würde ich voneinander gehen. Ja, das war er. Ja, okay. Ja, gut, ein Helm ist eine Sicherheit, das muss Sinn, ne? Ja. Okay. Dann warst du aber auch froh, wenn Feier um und war, Oves, hä? Dat op zo, ja. Dat was dan wel. Dan kan je het niet meer bewegen, de ovens van in heen gaan. Ja. Met een weinig simmer omheen bij een beeld gelandet. Wie zijn vrije geschaffen, wie de René dat
noch erklärt tut, wie der Meister geschafft hat, wie der Manido geschafft hat. Und dafür will ich René merci sagen für die Explikationen. Ja. Merci René, bonne chance mit der Rest von der Visite. Ja. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Eddie.